Jetzt degustieren wir Sauvignon Blanc Winkel. Winkel ist der Name der Lage. Die Lage Winkel ist in der Nähe oder eigentlich ist ein Teil vom Terlan, vom Dorf. Das heißt, das sind Lagen, die fangen ca. auf 250 Meter Meereshöhe an und gehen hoch bis auf 350 Meter Meereshöhe. Das ist reiner Sauvignon Blanc. Und Rudi, was sagst du zum Ausbau? Ja, dieser Sauvignon wird ausschließlich im Stahltank ausgebaut. Also um speziell seine Frische und Fruchtigkeit zu halten und eben seine typischen Sauvignon-Nuancen gekonnt zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, Sauvignon Blanc ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig, auch schon historisch. Wir hatten, denke ich, 1957 ist der erste Sauvignon Blanc reinsortig abgefüllt worden. Und das unterstreicht auch unsere Tradition für Sauvignon Blanc. Früher wurde er überwiegend für die Cuvée Terlaner verwendet und erst später dann reinsortig abgefüllt. Mittlerweile stellt Sauvignon eine Hauptsorte unserer Weißweine dar. Und man kann sagen, in Terlan gedeiht Sauvignon sehr, sehr gut. So. Ich denke auch, dass unsere Böden besonders für Sauvignon Blanc sehr interessant sind, weil wir haben natürlich auch diese Komponenten von Quarzporphyr. Deswegen haben wir natürlich auch eine natürliche Spannung im Wein. Und generell denke ich nicht ein nicht zu hohes Säureniveau. Ja, eben. Wir haben sehr gut ausgereifte Trauben beim Sauvignon Winkel. Und deshalb widerspiegelt sich das auch in unserer Aromatik wieder. Also der Wein hat sehr ausgereifte Aromatik, also überhaupt nichts von dieser vegetalen, grünlichen Art. Es ist ein sehr ausgereifter, mineralischer Sauvignon-Typ. Und am Gaumen eben ein Wein mit viel Schmelz, mit einer tollen Struktur, aber natürlich auch mit einer frischen, lebendigen Mineralität und Säure. Ja, ich denke besonders, das Spannende bei unseren Sauvignon Blancs vielleicht ist auch die Länge dieser Weine. Natürlich, wenn man jetzt, glaube ich, sehr stark auf eine grüne Frucht Wert legen würde, da würde man auch den Lesezeitpunkt verändern. Ganz genau, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Also wir wollen reife, ausgereifte Trauben haben und diesbezüglich auch einen hochwertigen, edlen Sauvignon Blanc erzeugen. Ich denke auch, wir suchen eben eigentlich generell in unseren Weinen einfach die Kraft und die Länge. Und natürlich, wie wir schon erwähnt haben, sind auf diesen sandigen Böden haben wir eher von der Frucht her etwas elegantere Nuancen, auch nicht so diese fetten Aromen, wie man vielleicht Sauvignon Blanc aus anderen Gebieten, aus gehaltvolleren Böden findet. Das sind eben feingliedrige mineralische Sauvignon-Weine, die wir hier in Terlan erzeugen können und die wirklich auch Spaß machen zu trinken, glaube ich. Ich denke auch, es ist auch sehr spannend für uns Sauvignon Blanc in der regionalen Küche einzubauen. Für uns ist Sauvignon Blanc ein typischer Wein zum weißen Spargel. Vielleicht für viele ist das eher Pinot Blanc, aber da muss man wissen, dass bei uns der weiße Spargel immer in Kombination mit Schinken und mit der Bozner Soße kombiniert wird. Das ist natürlich eine Soße, die etwas deftiger ist mit Kräutern und deswegen passt da eigentlich Sauvignon Blanc bei uns hervorragend dazu. Sonst ist natürlich dieser stoffige Sauvignon hervorragend für Fischgerichte, hervorragend für einen frischen Ziegenkäse zum Beispiel geeignet. Also man kann sehr viele wunderbare Kombinationen mit diesem Sauvignon Blanc, kann man sehr viele Kombinationen machen. Man kann den Wein eigentlich sehr universell einsetzen. Natürlich ist er auch auf der anderen Seite sehr schön als Aperitif zu trinken, weil er einfach diese Frische und diese Fruchtigkeit hat. So würde ich sagen, genießen wir das Glas. Ja, zum Wohl.